Hallo, Sie sehen sich hier wieder ein Video von Cooking Life an. Und heute geht es um die Firma Riedel und ihre verschiedenen Weingläser. Die Firma Riedel stammt aus Österreich und ist für seine Weingläser bekannt. Denn für jede Rebsorte gibt es ein spezielles Weinglas. Durch die speziellen Weingläser können die verschiedenen Aromen ideal zur Geltung kommen. Die Weingläser werden daher auch von Weinkennern entwickelt nach ausgiebigen Weinverkostungen. Bei der Wahl des richtigen Weinglases gibt es drei Punkte, die Sie beachten müssen. Das ist einmal der Kelch, die Öffnung und die Geschmacksknospen auf Ihrer Zunge. Bei Rotweingläsern ist es wichtig, dass der Kelch etwas größer ist. Dadurch kommt mehr Sauerstoff in das Glas und können sich die Aromen ideal freisetzen. Der Pinot Noir ist die bekannteste Rebsorte in Burgund. Der Wein schmeckt leicht und etwas säuerlich. Deswegen hat das Pinot Noir Glas einen großen Kelch, wodurch sich die Aromen ideal freisetzen können. Das Weinglas hat eine schmale Öffnung, wodurch die Aromen im Glas bleiben. Durch die schmale Öffnung landet der Wein auch vorne auf Ihrer Zunge, auf dem süßen Teil. Dadurch schmeckt der Wein weniger säuerlich. Es empfiehlt sich, das Glas nur zu einem Drittel einzuschenken. So kann sich der Wein gut bewegen und die Gerüche können sich ideal entfalten. Der Cabernet Sauvignon ist ein Rotwein mit viel Charakter. Und wenn es ein Weinglas gibt, das wirklich groß sein darf, dann ist es dieses. Das Glas hat eine große Öffnung, wodurch viel Sauerstoff in den Wein kommt und die Aromen freigesetzt werden. Wenn Sie einen Schluck nehmen, dann landet der Wein auf dem mittleren Teil Ihrer Zunge, dem sauren Teil. Dadurch wird die Säure im Wein betont. Da dies ein viel getrunkener Wein ist, ist es auf jeden Fall ein Weinglas, das Sie im Schrank haben sollten. Weißwein wird aus kleinen und schmalen Gläsern getrunken. So bleibt der Wein schön kühl und fruchtige Aromen verdunsten nicht sofort. Riesling ist ein frischer Wein, der reich an Säuren ist. Das Weinglas hat einen schmal gebogenen Rand. Dadurch landet der Wein vorne auf Ihrer Zunge, dem süßen Teil. Es ist ein echtes Universalglas. Der Chardonnay hat starke Aromen, einen voluminöseren Körper und einen fettigen Geschmack. Durch den großen Kelch können sich die Aromen ideal freisetzen und bleiben nicht im Glas stecken. Und durch die größere Öffnung landet der Wein auf dem mittleren Teil Ihrer Zunge und wird daher als säuerlich empfunden. Schaumweine haben einen frischen Geschmack und prickelnde Bläschen. Dieses Champagnerglas von Riedel wurde für Schaumweine wie Cava, Prosecco und Sekt entwickelt. Durch die kleine Öffnung bleiben die Bläschen im Glas und durch den größeren Kelch als Weiner Sektblüte können die Aromen sich ideal entfalten. Die Riedel Weingläser sind aus gutem Kristallglas gefertigt. Das sorgt für ein optimales Geschmackserlebnis und beeinflusst die Temperatur des Weins nicht. Und weil das Kristallglas so stark ist, sind dies auch eine der wenigen Weingläser, die spülmaschinenfest sind. Sind Sie ein echter Weinliebhaber und möchten Sie ein optimales Geschmackserlebnis erzielen? Bestellen Sie dann jetzt Ihre Weingläser von Riedel bei Cooking Life. Prost!